Ein herzliches Willkommen zu Hearthstone, wie immer. Diesmal im Kampf nicht gegen Kasi, da habe ich ja dreimal verloren. Tolle Wurst. Jetzt gegen Zuckerspinne. Und ich schaue mal, dass die Herausforderung angenommen wird. Wird sie? Wir spielen als erstes mit unserem Blutsauger. Mal schauen, was wir mit ihm reißen können. Ne? Da bin ich ja im Grunde am schlechtesten mit Blutsauger. Und jo, bin mal gespannt, was Zuckerspinne so in seinem Deck hat. Er wird immer den Paladin nehmen, denn das ist so seine beliebteste, sein beliebtester Held. Eure Seele wird mir er ist ja auch noch nicht so lange dabei, ne? Das muss man dazu sagen. Er hat ja auch erst im Grunde, ja, durch mich, durch meine Aufnahmen, hat er sich an dieses Kartenspiel herangewagt. Und sein Deck ist natürlich noch nicht optimal. Ne? Das müssen wir sagen. So, wie fange ich an? Eigentlich fange ich mit dem an, aber eigentlich hat er eine Waffe. Ne? Aber was soll's? Nee, wir warten nochmal. Ich glaube, wir warten mal mit dem Magie oder mit diesem Mana-Kristall. Da warten wir nochmal. Als erstes unseren Spot hin. Spot an. Licht aus. Nee, wie war das? Spot an. Wie war das? Was ihr wolle! Jetzt nicht durch. Spot an. Show beginnt. Nee. Ich hab keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Vor lauter Angst. Keine Ahnung. Mir fällt im Moment nichts Blödes ein. Pass auf, 4. Da werde ich mal den Mech rausjagen. Mal schauen. Da werde ich lieber mal den Mech rausholen. Vielleicht hilft der ja was. Ja, das Gottesschild ist immer übel, ne? Denn da bin ich hinüber. Fügt allen Schaden. Ja, das ist natürlich traumhaft. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir so gar nicht. Ja, was mache ich denn jetzt vor lauter Angst? Ich sag mal gut gespielt. Wir werden das mal rausholen. Danke. Und warten wir oder? Oder ach nee, warte, wir können ja den zerstören, weil da kommt ja was schon. Was kommt denn da? Er fügt dem Diener einen Schaden zu und verleiht ihm 2 Angriff. Das wäre natürlich gut, wenn ich das hier so... Ach, den müsste ich in mein Chainer-Deck reinlegen. Eindeutig. Auf alle Fälle. Der muss rein und... Und noch einer. So, dann holen wir uns erstmal Leben, weil wir haben genug verbraucht. Und holen uns noch eine Karte, denn Karten kann man nie genug haben. Und warten weiter auf die Waffe. Ja, wir müssen auf die Waffe warten. Ich denke, er hat eine. Jeder Paladin hat eine Waffe. Und wenn nicht, haben wir recht gehabt, ne? Tja, das sind auch so üble Dinge hier. Was machen wir hier jetzt? Was machen wir hier?
Warten wir auf noch zwei Kreaturen, damit wir unseren Gedankenmanipulator anwerfen können? Ich frage mich, ob... Ich frage mich wirklich auch, ob... Für Nasjata. Ich frage mich wirklich auch, ob... Ich frage mich wirklich, ob... Pass auf. Ja! Wir werden mal da drauf gehen und fertig. Und fertig. Na? So, schauen wir mal, was er jetzt macht, unser Freund. Ja, eins ist blöd. Da können wir ja gar nicht mehr angreifen. Nehmt das! Jetzt haut er alle nach oben. Melde mich zum Dienst. Ja, jetzt wird's übel, ne? Aber jetzt hat er schon mal vier dort. Jetzt können wir unseren Gedankenmanipulator anwerfen. Und manipulieren. Wen bekommen wir? Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Den nehme ich gerne. Die nehme ich wirklich sehr gerne. Die Frage ist... Ja! Der muss weg. Der muss weg, ne? Und der muss weg. Danke. Vielen Dank. Und der muss weg. Dann haben wir hier keinen schlechten Ausgangsort. Ja, der Gedankenmanipulator, der kann gut sein, der kann aber auch einfach nur sinnlos rumstehen, ne? Also ist immer die Frage, ne? Bei Chainer muss ich eh noch das Deck komplett umstellen. Denn ich hab in Spielen gemerkt, dass hier der 2-7er nicht schlecht ist. Und der Mac. Melde mich zum Dienst. Wollen wir schauen, ne? So, was haben wir jetzt? Tja, jetzt könnten wir auf alle Fälle den wegschießen. Den weg. Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Hauen da rein. Hauen hier rein. Hauen hier nochmal rein. Holen uns Karten. Das war's. Und das wär's, ne? Karten kann man nie genug haben. Das ist immer gut, wenn man viel mehr Karten hat als der Gegner. Das ist eine Weisheit. Eine große Weisheit. So, und jetzt hat er keinerlei Karten mehr dort, ne? Und das ist im Grunde der Tod. Im Grunde ist es der Tod. Man kann es nicht anders sagen. Das ist der Tod. So, passt auf. Wir hauen jetzt erstmal den hier ins Reich der Träume. Und dann holen wir unseren Dämon. Und dann holen wir noch einen Spott. Und dann können wir loslegen. Ich bin bereit! Wo soll ich zuschlagen? Gut. Ja, ich denke ja immer noch, dass er eine Waffe bekommt. Eventuell. Oder auch nicht. Nee, erst nur einen Affen. Melde mich zum Dienst. Jede Menge Affen hat er, oder? denke ich das nur? Jetzt können wir den Affen auf alle Fälle erstmal ins Reich der Träume schicken. Und holen unseren Kriegshelden raus. Gut gespielt. Wo soll und dann... Was ist das, glaube ich, ne? Ich bin bereit! Wer seid das ihr? Ist eine absolute Übermacht. Vielen Dank. Vielen Dank.
So, als nächstes... Als nächstes... gehe ich mal kurz in meine Sammlung. Gehe in den Arkan Blitz und hol mir... Wo ist er? Halt, den würde ich gerne nehmen. Bekannter Schredder, habe ich den drin? Habe ich den bekannten... Nach dem bemannten, Entschuldigung. Bemannter Schredder, der ist wichtig. Und den da hier, den will ich rein. 5. Im Austausch für dich. Gut, dann bin ich fertig. Und wir können loslegen. Und wir können mit Chainer mal loslegen, ne? Auf! Zweites Spiel. 3 Spiele machen wir. Ich immer mit unterschiedlichen Helden. So. Jada gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Die zwei kommen weg. Nee, mit um alle weg. Weiß nicht. Irgendwie. Oder? Das sind doch keine Karten. Naja, ist nicht viel besser, ne? Ist nicht viel besser, möchte ich mal sagen. Das sieht ja... Echt, das ist ein blödes Anfangsdeck. Grüßen wir mal, freundlich. Hallo. Ihr könnt nicht vorbei. Ich grüße euch. So, als Numero Dos können wir schon mal den einer auf die Rübe geben. Mehr haben wir nicht anzubieten, ne? Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel haut der raus, ne? Dann könnten wir schon bei Zeiten unseren Gedankenmanipulator einsetzen. Damit der nicht sinnfrei wird. Melde mich zum Dienst. Da hätte er den zweiten, ne? Vielleicht sollten wir den drin lassen. Passt auf, wir holen uns gleich ein Geheimnis. Schauen mal. Ein kleines Geheimnis. Wenn der 4 Hausen hätte, ne, könnten wir uns einen holen. Dann hätten wir Runde 8 Rüstung. 8 Rüstung. Die Frage ist, was machen wir jetzt, ne? Ich würde sagen, wir ziehen 2 Karten. Das war's. Und haben noch gar nichts draußen. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Tja, jetzt kommt die Rache unseres Paladins Zuckerspinner. Leider. Ich hoffe, dass ich einen von den Zweien bekomme. Na, wäre anzuraten. Tja, was jetzt, ne? Was jetzt, Wolfsreiter? Holen wir uns ein. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Gut, und jetzt können wir loslegen, ne? Können wir mit Spielen anfangen. Und jetzt sieht es auch wieder sehr ausgeglichen aus. Möchte ich mal behaupten, ne? Wir haben natürlich hier jämmerlich an... Ich meine, das ist Spielerei gewesen. Das muss man dazu sagen. Das ist ein bisschen Spielerei gewesen. Hat jemand den Arzt gerufen? Ah, das war blöd. Achso, der gibt dem viel. Aha, okay. Nee, das war gut. Gut gespielt. Gut. So, jetzt hat er uns aber... Jetzt hat er uns aber hier hin. Wir hätten jetzt einiges an Auswahlmöglichkeiten.
Die Frage ist, welche nehmen wir, ne? Als erstes mal den Gottesschild hier entfernen. Der gefällt mir gar nicht. Als zweites... Als zweites ist natürlich die Frage jetzt, ne? Den hier. Aber... Wen raus? Was soll ich nur tun? Wen raus? Den hier, ne? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Den hier raus. Damit können wir den schon mal angreifen. Und... Wer seid ihr? Auch. Dann hat er nur noch einen. Dann kann er ja von mir aus angreifen, wie er will. Ne? Der wird wahrscheinlich mit dem hier den angreifen. Mit dem hier den und mit dem hier den. Könnte ich mir vorstellen, eventuell. Nehmt vielleicht. Das. Ah, nee, der hat noch so einen. Jede Menge von diesen Offizieren. Ne? Schlachtzugsleiter. Ah. Sehr schön gespielt. Gut gespielt. Sehr schön gespielt. Ja, dann sieht's ja übel aus bei mir. Danke. Die müssten weg hier, ne? Was machen wir? Was machen wir? Auf alle Fälle können wir schon mal den hier wegrotzen. Hey, da hab ich gesagt. Aus, die Maus. So, dann kommen wir mit Arm Ansturm. Kostet meinen Stahl. Und einen weg hier, ne? Und gut ist es. Das, was jetzt hier bei uns gut ist, ist, wir haben jede Menge Karten. Ihr habt nicht so viele. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ah, der muss weg hier. Melde mich zum Dienst. Der muss auf alle Fälle weg. So schnell wie möglich. Wir haben nämlich keinerlei Leben. Aber wie, ne? Wie kriegt man den weg? 8. Pass auf. Das hier hin. Das hier ran. Mein Schild für Argus! Das war's. Ja, diesmal spiel ich ein bisschen schlecht, ne? Glaub. Ich mache ein paar Fehler. Ich hätte vielleicht denen ein Schaf verwandeln. Portale aktiviert. Was machen wir? Vor lauter Angst. Wir haben nur noch 10. Wir haben nur noch 10. Jetzt wird's kritisch langsam, ne? Jetzt langsam kritisch. Langsam wird's kritisch. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen Fehler machen. Pass auf, wir hauen erstmal das hier weg. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir keinen Fehler machen. So. Als nächstes hauen wir den hier weg. Dann den kleinen hier. Und wo ist mein Schaf? Ah, ich Dummkopf. Hab kein Schaf. Das war's. Ich Dummkopf hab kein Schaf. Mehr. Ich hab doch ausgerechnet gehabt. Warum habe ich kein Schaf mehr? Ist da zum verrückt werden hier. So viele Fehler, die ich gemacht habe, oder? Was sagt ihr? Wahnsinnig viele Fehler gemacht. Na, passt auf. Als erstes werden wir den hier wegfeuern. Auf in die Bresche!
So, dann... Den mag ich hier nicht. So, dann geben wir uns... Jemand den Arzt gerufen? Ah, nicht! Ich mach nur Fehler hier. Gut gespielt. Ich bin ein Morgenmuffel. Wir hätten vielleicht den raus tun sollen. Aber der ist nicht schlecht hier. Ja, das ist doof. Ah, bin ich doof gewesen? Ihr habt gesehen. Ich hab total... Melde mich zum Dienst. Nicht schlecht. Wir bräuchten unbedingt und dringend wieder einen Spotter. Wir haben keinen Spotter. Doch, wir haben einen. Zack. Zack. So. Der kommt weg hier. Der hier kommt hin. Der hier kommt weg. Dann hoffen wir... Na gut, er hat... Ne, ich weiß nicht, was er noch hat. Lass die Dunkelheit herein. Um uns wegzufallen. Wir haben nur noch 7. Wir haben nur noch 7. Aber wir haben noch 2 Chancen. Ja, dummerweise gehen jetzt unsere Wichtelmännchen nicht mehr raus. Wir haben zu viel dort stehen, ne? Ich habe ein riesiges Gewehr. Er versucht jetzt uns natürlich ins Reich der Träume zu befördern, ne? Frostblitz. 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 Ja. Eindeutig. So, jetzt kommt's drauf an. Gut gespielt. Schafft er noch? Lass die Dunkelheit herein. Schafft das noch? Hat er noch irgendwas, was uns 5 Schaden macht? Ich weiß es nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Der hat noch eine Waffe, oder? Ja, damit kann er im Grunde erstmal nur hier. Melde mich zum Dienst. Ja, das Schaf brauchen wir noch nicht. Das heben wir uns zum Schluss auf. Reicht das schon? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jo, reicht. Lass die Dunkelheit herein. Gut gespielt. Reicht. Nee, eigentlich nicht. Im Grunde haben wir einiges an Fehlern gemacht. So, ich hatte ein paar Fehler gemacht. Achso, halt. Oh, Entschuldigung. Und den nächsten nehmen wir... dann nehmen wir unseren Paladin. Paladin gegen Paladin. Wollen wir mal schauen, was das bringt, ne? Paladin gegen Paladin. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Wenn man keine Karten mehr hat, dann bekommt man nur Mist. Deswegen müsste man das Deck so Uta verändern, gegen Uta. Dass man genug ehrenhaft Karten die hat. Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Die Weihe mag ich gar nicht hergeben. Doch, ich geb's hier. Ich geb's hier. Ich habe zu viel Zauberkarten. Ich geb... Ne, das hier nicht. Ich bräuchte mehr Kreaturen.
Ah, super. Klappt ja hervorragend. Ich habe hier, glaube ich, in diesem Deck zu viel Zauberkarten. Ihr könnt nicht vorbei. Denke ich. Was sind das für Leitrollen? Ich glaube, ich habe in dem Deck einfach zu viel Zauberkarten. Das sieht echt nicht gut aus. Was ihr wolle! Jetzt ist aber die Verteidigungsbastion. Ich grüße euch. Die Verteidigungsbastion schlechthin. Ich grüße euch. Was machen wir? Vor lauter Angst. Wir machen da sowas hin. Melde mich zum Dienst. Sowas machen wir mal hin, ne? So, dann haben wir 3. Da können wir immer noch nichts raustun. Die Frage ist, ob wir dem 3 geben und den hier ins Reich der Träume befördern. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, oder? Was sagt ihr? In den Kampf! Dann haben wir schon mal einen weg. Dann kommen wir nächstes her, ne? Mal schauen. Aber, tja, ich habe auch keine Ahnung. Das ist nicht übel geschafft. Wie viel? 2 gibt es schon? Melde mich zum Dienst. Ja, aber ich komme nicht ran. Ich komme nicht an das Schaf ran. Doch, ich komme an das Schaf ran, wenn ich das jetzt zerstöre. Das wäre natürlich mal was ganz anderes, ne? Wir hätten auch 5. Dann könnte ich auch an das Schaf ran, da würde ich aber mich selbst zerstören. Ich möchte eigentlich das Schaf so früh wie möglich zerstören. In den Kampf! Pass auf, wir machen es mal so. Und so. Dann bekommen wir eine Karte. Und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Dieses komische, todesröchelnde Schaf. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Heieiei, das arme Schaf. Das ist ja traurig. Das ist bestimmt mit TNT bestückt. Ne? Arme Schaf. Melde mich zum Dienst. Was haben wir denn jetzt? Ja, jetzt wäre so eine Weihe nicht schlecht, ne? Jetzt fällt mir im Moment nichts Großartiges ein. Also kommt der hier ich raus. Habe ein riesiges Gewehr. Und wir haben dann 6. Ja, dann wir könnten einen Spotter hin. Wäre vielleicht nicht so schlecht, ne? Einen kleinen Spotter hin. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, den kannst du von mir aus auf 1. Auf 1 legen. Ja, jetzt wäre ein Spotter doch nicht so gut, ne? Der ist nervig dann. Der wird nervig. Der wird echt nervig. Melde mich zum Dienst. Wir hätten ein Gottesschild anzubieten. Was nicht das Schlechteste ist erstmal, ne? Was nicht das Schlechteste ist. 2. Ja, da können wir aber auch nur den hier. Ich frage mich, ob. Ich frage mich, ob. Passt auf. Wir holen uns mal unser... Für die Gerechtigkeit. Schwert. So, dann hätten wir schon mal das, ne? Als zweites... Gut gespielt. Ja, das stimmt. Als zweites muss der weg.
Jetzt kommt noch was an. Pass auf, wir machen einfach so einen hin. Melde mich zum Dienst. Fertig. Wir haben ja immer noch die, den Mana-Kristall, ne? Die Münze da. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ah, was machen wir mit der blöden Kuh da? Mit der Nachtklingen-Kuh. Wie viel? 5. 5 wird es gar nicht schaffen. Melde mich zum Dienst. 5. Passt auf. Wir hauen den Spotter raus. Ja. Hauen da drauf ein Gottesschild. Platsch. Und stellen mal bei uns 6 Leben her. Und ja, die Frage ist jetzt, fügt dem Feindling Helden 3. Nee, pass auf. Für die Gerechtigkeit. Wir greifen an. Irgendwann müssen wir mal angreifen. In den Kampf. Einer muss es. Ist mir zu viel hier. Von dem Gewürm da hier. Ist mir viel zu viel von dem Gewürm. Wie viel hat er denn noch von diesem auf 1 setzen? Hat er das nicht vorhin gemacht? Das hat ja ewig viel. Hat jemand den Arzt gerufen? Ja, jo. Jo. Melde mich zum Dienst. Jetzt wäre mal eine Weihe nicht schlecht, glaube ich, oder? Oder? Ist die schon. Ist die noch zu früh? Was hat er noch auf seiner Hand? Verursacht 3 Schaden. Ist ja, kommt ja wie gerufen. Manchmal kommt's wie gerufen. Ja, dann. Passt auf den hier. Den kann man hier hin. Und schau mal, was er jetzt macht. Jetzt sind wir natürlich absolut wieder in der Ober. Sobald er, na, man braucht wirklich ein Deck, wo man sich Karten rausholt. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Man braucht ein Deck, wo man sich Karten rausholt. Melde mich zum Dienst. Gut. Wir könnten die Weihe, machen wir aber nicht. Passt auf, wir holen uns mal einen anderen Mac. Oh, der ist in Ordnung. Der ist eigentlich ganz in Ordnung. Was haben wir denn eigentlich hier? Gottesschild. Nicht unbedingt jetzt. Was haben wir hier? Fügt allen Feinden 3 Schaden zu. Das ist gut. Brauchen wir aber jetzt auch noch nicht. Dann das Wild hier raus. Dieser Diener wird in der nächsten Runde Entschuldigung. Bereit sein. Entschuldigung! Entschuldigung! So, dann holen wir uns noch eine Karte. Gut, dann holen wir uns noch eine Karte. Und holen uns noch eine Karte. Melde mich zum Dienst. Und fertig. Dann haben wir eigentlich alle Hand auf dem Deck. Oh, schaut er uns alles weg. Danke. Melde mich zum Dienst. Danke. Danke. So, was haben wir jetzt im Angebot? Ja, nichts Schönes, ne? Pass auf. Windzorn. Raus. Der bekommt ein Gottesschild. Mit mir. Na? Und holen wir noch einen Melde mich zum Dienst.
Ja, ich mag die Weihe noch nicht ausspielen. Ich weiß auch nicht. Nehmt das! Jetzt ist die Weihe dran. Auch wenn es da drei... Ne, fügt allen zwei zu. Warum hat denn da vorhin drei gestanden? Was ist denn das? Erklärt mir das mal jemand. Könnte mir mal jemand erklären, warum es einmal zwei steht und drei? Verstehe ich nicht. Ist merkwürdig. So, jetzt ist er dran, mein Freund. Jetzt bist du dran. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Passt auf, dann stellen wir uns mal ein bisschen Leben hier. Für die Gerechtigkeit! Dann stellen wir uns ein bisschen Leben hier. Und den Spotterrock. Noch ein kleines dazu. Melde mich zum Dienst. Und dann können wir angreifen, ne? Immer noch den Mana-Kristall. Ach, den hätten wir vorhin einsetzen können, oder? Als wir eins er wehrt sich bitter. Ne? Melde mich zum Dienst. Er wehrt sich bitterlich. Passt auf. Mein Freund war. Zittert vor der Macht Sturmwind! Er zittert vor der Macht. Das war ein Fehler. In den Kampf! So, dann räumt hier raus. Und los geht's. Aber diesmal hat er gut gespielt, finde ich. Diesmal hat er richtig gut gespielt, ne? Kam auch seine Karten recht gut. Trotzdem, jetzt hat er natürlich wenig Chance, bis gar keine mehr, ne? 6, da ist er schon fertig. Gut gespielt. Danke. Aber jetzt muss er leider... Jetzt muss er leider einsehen, dass er verloren hat. Leider. Achso, halt. Für die Allianz! Entschuldigung. Gut, das war's. Das war's. Gut gespielt und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.